Ein schöner Garten ist Ruhepol und Spielplatz zugleich. Damit das so bleibt, bietet BioHort Stauraumlösungen für jede Anforderung. Nachdem Gerätehäuser das ganze Jahr der Witterung ausgesetzt sind, ist Metall eindeutig die beste Wahl. Das Material bietet viele Vorteile und ist außerdem absolut im Trend. Wartungsfrei, extrem langlebig und optisch ein absoluter Hingucker. Alles in bester Ordnung mit dem BioHort-Klassiker Europa. Die Zweifachverriegelung mit Drehgriff-Zylinderschloss und die besonders stabilen Türen sorgen für Sicherheit. Praktische Regale und Gerätehalter stellen nur einen kleinen Auszug aus unserem umfangreichen Zubehörprogramm dar. Weiteres nützliches Zubehör finden Sie auf www.biohort.com. Eine kluge und durchdachte Aufbauanleitung macht den Zusammenbau des Produktes zum Kinderspiel. Bei Bedarf vermittelt BioHort gerne einen zertifizierten Montagepartner, der den Aufbau fachgerecht für Sie erledigt. Das Gerätehaus Europa ist in 9 verschiedenen Größen erhältlich. Größe 1 mit einer Grundfläche von ca. 1,5 Quadratmetern ist das kleinste Europa. Größe 7 mit einer Grundfläche von ca. 9,5 Quadratmetern bietet den meisten Platz. Außerdem können Sie zwischen 4 ansprechenden Farben wählen: Silbermetallic, Dunkelgrün, Quarzgrau und Dunkelgrau Metallic. Wahlweise können Sie außerdem links, rechts oder beidseitig ein Seitendach anbauen. Dieses bietet Ihnen eine weitere nützliche Stellfläche, zum Beispiel für Kaminholz oder sperrige Gartengeräte. Und für die, die noch immer zu wenig Stauraum haben, gibt's eigens eine Hausverlängerung. Hierbei werden 2 Gerätehäuser nahtlos der Länge nach zu einem verbunden. BioHort steht für Qualität. Deshalb gewähren wir 20 Jahre Garantie. Aufgrund des hochwertigen Materials und der sorgfältigen Verarbeitung muss ein Produkt von BioHort niemals gestrichen werden. Auf Wunsch liefern wir ohne Aufpreis direkt zu Ihnen nach Hause. Perfekte Stauraumlösungen für den Außenbereich. Entdecken Sie weitere Qualitätsprodukte von BioHort auf www.biohort.com. Qualität in Bestform. Made in Austria.